Spirit of Lulu Island. Nachdem ich also endlich das Leuchten am Horizont sehen konnte und somit wusste, dass es die Insel wirklich noch immer gibt, wollte ich keine Sekunde mehr verlieren und den Tanker so schnell wie möglich verlassen. Also eilte ich zu den Rettungsbooten und ich begann so schnell wie möglich damit, eines davon abzuschrauben. Währenddessen ließ ich Lulu und mein Überlebensgepäck zunächst noch in unserem Versteck, in dem wir die bisherige Reise auf dem Tanker verbracht hatten. Ich brauchte einfach eine freie Hand und zwar ohne, dass Lulu mir im Weg stehen würde. Und das war auch eine gute Entscheidung, denn das Losschrauben des Rettungsboots gestaltete sich als aufwendiger als gedacht. Erst kurz vor dem Herablassen ins Meer holte ich dann Lulu und das Gepäck und es folgte ein Sturz in die tiefe, schwarze Nacht. Ich glaube, wir haben es geschafft.